Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forum Flash. Ganz tolle Gäste hier mit Pia Kemper in der Runde, Antonio Marra und Hans-Peter Sauter. Herzlich willkommen. Wir wollen sprechen hier als Teil des Forums Privatbanken über Kunst, in deren Schatten wir schon sitzen dürfen, über Medien und über Perspektivwechsel und alles, was euch sonst noch so einfällt. Ihr seid wie immer natürlich völlig frei in euren Antworten, deswegen haben wir euch eingeladen. Und Pia, du bist ja Land auf, Land ab, dafür bekannt, interessante Menschen zusammenzubringen. Wen hast du denn mitgebracht hier? Wer sitzt da neben dir mit diesem tollen Sommerhut? Ich habe mir heute gedacht, ich bringe die pure Lebensfreude mit. Oh. Der Vulkan, die Explosion. Und er ist ein Künstler, Antonio Marra. Und damit man mal so ein bisschen über ihn erfährt, habe ich einer seiner Sammlerin hat was ganz Nettes über ihn geschrieben. Jetzt ist mein Handy wieder ausgegangen. Sekunde. So. L'Ondo del Maramondo, das so viel heißt wie die Wellen der Marra-Welt oder die Wellen des Lebens. Heute schwarz-weiß, morgen Regenbogen. Bei Marra ist das Ende aber nicht farblos, sondern die Wogen wiegen den Betrachter in eine farbgewaltige Fröhlichkeit. Keine schwermütige Weltschmerzmalerie. Kein Verleugnen des Hegelansatzes, die Welt von allen Seiten zu beleuchten, aber bitte mit einem Happy End. So geht die Marra-Manier. Wunderbar. Das war gerade letzte Woche bekommen, den Text. Von richtig. Ja. Antonio, du stammst ja ursprünglich aus Italien und wir Deutsche, wir lieben alle Italien, wir lieben das gute Essen, wir lieben es als Urlaubsland. Sag mal, wie ist denn dein Weg nach Deutschland gekommen? Ja, das ist eine wunderbare Frage, die ich oft bekomme. Und jedes Mal lässt mich träumen, weil der erste Input war die Liebe zu einem schönen, blonden deutschen Mädchen mit blauen Augen. In dieser wunderbaren Erscheinung habe ich die blonden Haare als die Sonne von Neapel. Die blauen Augen war das Meer, das Wasser, wo ich das ganze Sommer so getaucht habe. So. Und das war der erste Input. Aber nach dem ersten Input, wie in jedem Ereignis des Lebens, ist der zweite Blick das Essentielle. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, ich möchte nicht nur L'Amore machen mit diesem wunderbaren Mädchen. Ich will sie auch verstehen. Ich will auch ihre Gedanken, ihre Fühlen. So habe ich angefangen, als jung die Sprache zu lernen. Und ich habe sofort unbewusst, ich habe die Sprache noch nicht beherrscht, aber vom Fühlen habe ich in mir tief gehandelt, wow, mit dieser Sprache ist wie beim Malen. Es gibt für mich, sehr subjektiv gesehen, keine andere Sprache, die für jeden Gemütszustand einen eigenen Begriff hatte. Die englische Sprache für drei Emotionen hat nur ein Wort. Die italienische Sprache ist auch wunderbar, in der Kadenz, so in den Klang. Aber der Inhalt ist etwas oberflächlich. Aber die deutsche Sprache, von jeder kleinen Befindlichkeit, mein Gemüt hat ein eigenes Wort. Und das ist für mich wie ein Bildermale. Wenn ich erzähle in Sprache, ist für mich wie mit Farbe zu malen. Ich habe einen roten Ton und wenn ich mich mit einem Gelb, habe ich einen Orange. Dadurch kann ich so viel Abstufung von Situationen so rüberbringen. Und eine für mich sehr subjektiv gesehen, ein wunderbares Wort ist Sehnsucht. Wenn ich diese Worte teile, der erste Teil ist Sehen, visuell. Ich schaue jemanden, ich schaue dich an. Der zweite Teil ist Sucht. Ich brauche dich, ich muss dich jeden Tag sehen, Bia. Und ich mache ein Beispiel wie in meinem Atelier. Ich bin sehr gerne in meinem Atelier, ich gehe nicht so oft raus. So. Man muss mich zwingen, so rauszugehen. Aber dann kommen die Leute zu mir. Die wollen mich gesehen, wollen ein paar Minuten, ein bisschen Zeit mit mir. Und meistens Fälle sind immer wunderbare Frauen. So. Aber ich will malen. Ich freue mich, dass sie da sind, so, aber ich will weiter malen. Mein innerer Drang zum Malen ist... Und ich bin vielleicht nicht ganz freundlich oder nett oder so. Und sie haben das Gefühl, eine halbe Stunde, okay, ich gehe jetzt, du hast keine Zeit, keinen Bock auf mich, ja. Ich bin erleichtert, kann ich weitermalen?
Aber nach 5 Minuten, nachdem sie weg ist und ich sehe sie nicht mehr, dann kommt die Sehnsucht. Ich sehe sie nicht mehr. Das will ich jetzt mal aufgreifen. Sehnsucht, ein super Thema. Hans-Peter Sauter neben mir. Du bist gewissermaßen auch Südländer, wenn man das so sagen darf. Sehr gebrannt, blau. Damit spiele ich gar nicht auf den erholten Teint an. Du bist aus der Schweiz nach Deutschland gekommen. Und wenn ich jetzt tatsächlich die Sehnsucht nochmal aufgreifen darf, vor allem aus der professionellen, aus der beruflichen Perspektive, dann interessiert mich bei einem Privatbanker ganz besonders, wonach hast du denn Sehnsucht in deinem Alltag? Du malst ja seltener, glaube ich, in deinem Büro oder vielleicht doch. Erzählst du uns da was zu? Ja, worauf hat ein Private Banker aus der Schweiz Sehnsucht? Also ich meine, der Italiener ist l'amore, das ist klar. Der Schweizer sieht wahrscheinlich die Zahlen. Nein, es ist die Sehnsucht jetzt für mich als jetzt nicht Private Banker, sondern als Mensch, als Schweizer, sind die Berge. Weil ich halt hier im schönen Rheinland lebe, wo das jetzt nicht ganz so dramatisch ist wie in der Schweiz. Deshalb war ich dann halt auch meine Bräune da holen. Nein, ich glaube, die Sehnsucht, die viele Menschen haben, das ist einfach so, ich sage immer, das ist ein bisschen Frieden. Es gab mal so eine Sängerin in Deutschland, also jetzt im übertragenen Sinn, oder? Dass alles so ein bisschen seinen gewohnten Gang hat, gerade was wir jetzt erlebt haben in den letzten Wochen, Monaten. Das ist ein kleines Stück Normalität, Zusammensein mit Menschen, die einem was bedeuten, einen schönen Moment erleben, vielleicht den Moment auch festhalten können, das ist vielleicht auch eine Sehnsucht. Das sind die kleinen Dinge, die ich finde, die das Leben lebenswert machen, nach dem man sich sehnt. Würdest du dich als Gewohnheitstier beschreiben? Nein, also jeder Mensch ist ein gewisser Gewohnheitstier, aber das zeigt ja auch das Leben, wie jetzt gerade in den letzten, auch wieder Wochen, Monaten, man muss sich immer wieder ans Neue gewöhnen, sich anpassen, sich auseinandersetzen. Ich glaube eben, so ein bisschen Teil Gewohnheit ist gut, aber man sollte nicht die Augen verschließen davor, dass halt das auch immer wieder sich alles verändert. Jetzt habe ich das Glück, dass ich dich seit 15 Jahren kennen darf. Und du bist ja nicht nur mir, sondern auch vielen anderen Menschen sogar weit über die Stadtgrenzen Düsseldorfs hinaus bekannt. Selbst bis nach Köln reicht dein Ruf und natürlich auch nicht nur bis dahin. Jetzt kennen wir uns schon so lange. Verrätst du uns trotzdem vielleicht ein persönliches Geheimnis, zum Beispiel zu der Frage, wie du es schaffst, doch fast immer so gut gelaunt zu sein, egal was passiert? Ja, das ist wirklich eine persönliche Frage und das ist jetzt nicht einfach erzählt, das ist so. Ich habe mit 17 Jahren meine Mutter verloren an Krebs. Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis, selbstverständlich, gerade in dem Alter. Und da gibt es, für mich hat es zwei Möglichkeiten gegeben. Erstens jetzt quasi in unendliche Trauer zu verfallen oder aber diesen Punkt zu nehmen und sagen, du hast nur dieses eine Leben. Du weißt nicht, wenn du morgen zum Arzt gehst oder irgendetwas passiert, dann kann es sehr schnell vorbeigehen. Also nimm die Zeit, die dir gegeben ist und mach das Beste daraus. Und ich sage immer, so wie ein kleines Kind, so wie mit ganz großer Neugier jeden Tag betrachten und sagen, ach, das ist schön oder das finde ich toll. Logischerweise ist es nicht immer schön, nicht immer toll und gibt es immer Schwierigkeiten. Und ich habe auch im Zusammenhang mit Corona meinen Mitarbeitern gesagt, wenn das Leben normal ist, wenn es in gewohnten Bahnen ist, wenn es schön ist, genießt es, weil der Mist des Lebens findet euch. Das gehört halt leider zum Menschsein, zum Leben dazu und dem findet euch. Also wartet nicht darauf, sondern genießt es, wenn es normal ist. Und mit dem Mist muss man dann umgehen, wenn er kommt. Vielen Dank für das Vertrauen und die intimen Einblicke an der Stelle. Antonio Mara, ich habe natürlich über dich gelesen und über deine Kunst und da taucht ein Begriff auf, mit dem ich bislang noch nicht so vertraut war. Ich habe es auch nicht studiert. Opt-Art steht da oft neben deinem Namen. Du verstehst dich als Vertreter dieser künstlerischen Richtung. Optical Art, so viel habe ich verstanden. Und ganz besonders bemerkenswert fand ich, dass in der Opt-Art das Werk selbst gar nicht die Aussage immer enthält, sondern die Aussage des Werks im Kopf des Betrachters entsteht. Und das ist ja auch ein einschneidendes Erlebnis tatsächlich, wenn man vor solchen Bildern steht. Manche sind einfach nur überrascht, ob dieser Veränderungen, da kannst du vielleicht gleich noch mehr zu sagen. Manche sind sogar irritiert. Es gibt Menschen, denen wird schwindelig, wenn sie auf diese Bilder gucken. Du machst das nicht seit gestern. Warum hast du dich dafür entschieden? Warum für so eine Technik? Was ist dir an diesem Impuls, der ja sehr stark ausgeht von diesen Bildern, und zwar für alle Menschen, die sehen können, so wichtig? Wenn du gelesen hast, das ist ein Begriff, der mir zugeordnet wird.
ich habe nie in einem Interview, nie sehr subjektiv so gesagt, ich sehe mich in dieser Kunstrichtung so. Nur die Fachleute, die über mich schreiben, versucht haben, die brauchen immer einen Schublad als Orientierung für den Betrag. Und ein kleiner Teil meiner Malerei passt in diesen Begriff, Optical Art. Aber du hast so gesagt, stattfindet viel in dem Kopf der Betrachter. Ja, auch gegenwärtig in dem Kopf, jeder von uns stattfindet viel. Am meisten viel Müll stattfindet da drin. Und mein Anliegen oder mein Ansatz ist nicht nur denken, aber auch tun. Ich möchte fordere, dass derjenige, die meine Bilder betrachtet, er muss seinen Arsch in Bewegung setzen. Er muss abschreiten von links über die Mitte nach rechts. Und erst danach hat ein Erlebnis. Aber es ist sein eigenes Erlebnis durch sein eigenes Tun. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der ist alles genormt. Ist alles isonorm, alle. Auch der veraltete Mensch sind alles genormt. Aber wo bleibt der eigene Freigeist, die eigene Initiative? Und also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei deinen Bildern anders als bei vielen anderen. Nicht so, dass es den perfekten Standpunkt gibt davor, ja, genau, sondern das ist eine Bewegungszone oder Linie. Das heißt, ich muss vor deinen Bildern eigentlich joggen. Ja, tun. Muss in Bewegung so. Wie auch im Leben so. Jeder von uns muss sein eigenes Leben in den Griff nehmen. Wie der Herr gesagt hat, so, das Leben ist nur eins und ist wertvoll. Und hängt an uns, ob wir mit Positive, mit Optimismus. Ich nehme das Beispiel jetzt von diesem Bild. Nach dieser, der Herr Bock hat gesagt, so nach der letzten Veranstaltung, ich war, das Glück war auch anwesend, eine Woche später bekomme ich von allen meinen Galeries, Stopp, bis Ende des Jahres, alle Veranstaltungen, alles Programm annulliert. Ich stand dort, ein paar Tage war ich total gelähmt. Nach 3 Tagen habe ich kann ich endlich mal etwas für mich selbst so. Und dann, nach 10 Tagen habe ich ein kurzes Telefonat mit Pia. Ich stand vor meinem Atelier und die Pia sagt, jetzt mehr denn je, dieses Wort mehr denn je, braucht jetzt die Gesellschaft. Das war ein Weltuntergang. Ob das übermorgen werden wir nicht mehr erleben. So. Und mit diesem wunderbaren Satz, den ich unbewusst abgegriffen habe, aber nach einer Woche hatte mir so viel Motivation, mehr denn je. Pia, das ist ein Begriff. So. Und Optimismus. Gerade in dieser Phase war uns Aufgabe so, positive Welt, vielleicht Aufgabe der Kunst, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe von jedem von uns, in den kleinen Bereichen so, positiv denken, so, das ist meine Aufgabe, nichts anderes. Ein Maler kann die Welt nicht verändern, aber vielleicht einen neuen Blick der Dinge eröffnen. Ich kann der Elend dieser Welt nicht. Fast eine bizarre Lage, ja, aus meiner Sicht. Surrealist, ja? Das ist eine surrealistische Lage, so surreal für mich ist alles. Auf der einen Seite der Optimismus, auf der anderen Seite aber auch die Angst. Du hast was von Angst passt nicht deine Begriff. Angst? Nein, nicht Angst deine ist Angst? Ein abstraktes Wort, Angst existiert nicht. Aber das ist ein Begriff, der Mensch, die Kreator hat, um bestimmte Macht zu erzeugen. Angst ist keine menschliche Neugierde, ja, Begeisterung, ja. Aber Angst ist für mich abstrakt. Ja. Ich habe keine Angst. Aber ich furcht. Ich habe Furcht vor einem Blitz, vor einem Erdbeben, ja. Aber Angst um was? Angst ist nur meine eigene Angst. Aber ich kann das ablegen. Hans-Peter, du hast viel mit vermögenden Menschen zu tun. Das sind zum Teil deine Kunden. Die haben auch ein Empfinden für die Lage und denken viel über die Zukunft nach, nicht nur über das Leben im Hier und Jetzt, nehme ich an. Und die fragen dich dann um Rat und die suchen natürlich auch nach Anlageformen. Da gibt es eine ganze Reihe. Vermutlich rätst du auch, nicht nur auf eine zu setzen. Wie hat sich das denn in den letzten Monaten aus deiner Beobachtung im Thema Kunst entwickelt? Ist das zurzeit eine eher angesagte oder eine eher unpopuläre Anlageklasse? Ja, das ist, glaube ich, erstens mal ein bisschen abhängig von der jeweiligen Person, aus was für einem Umfeld kommt sie, was für eine Prägung hat sie, was hat sie erfahren dürfen mit Kunst oder nicht oder halt nicht erfahren dürfen. Erstens mal herzlichen Dank, dass es Künstler gibt, die unser Leben verschönern. Ich glaube, Kunst als Anlageklasse ist
kann eine Möglichkeit sein. Dann haben wir vielleicht eine Galerie, oder? Die versuchen ja, oder ein Auktionshaus. Aber ich glaube, für einen normalen Nicht-Spezialisten sollte Kunst vor allem eins sein, eine Bereicherung seines Lebens, seines Daseins, seines Zuhauses, wie auch immer. Es sollte ihm Freude bereiten. Wenn dann irgendwie nach einer Zeit, wo man vielleicht zu viele Bilder hat und zu wenig Wände, vielleicht mal der Punkt kommt, wo man was verkauft und man hat noch ein schönes Geschäft gemacht, dann ist es sicherlich dann noch das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Ich meine, wenn ich jetzt einen Picasso kaufe aus der rosa oder der hellblauen Phase, dann mache ich sicherlich ein gutes Geschäft, nur den kriege ich nicht. Oder wenn ich ihn kriege, würde ich sagen, für die meisten ist er unerschwinglich. Also es gibt sicherlich Kunst, mit der man viel Geld verdienen kann, gutes Geld. Das ist aber halt die Kunst, die im absoluten Top-Segment unterwegs ist. Und die andere Kunst, ich sage eben, man sollte sie kaufen, um Freude zu haben. Und wenn das Geschäft dann auch danach kommt, umso besser. Antonio, warum kaufen die Menschen so viele Bilder von dir und ist das für die nur eine reine Wertanlage? Ja, das frage ich mich auch so, warum ich so total ausverkauft bin. So. Mein Atelier ist leer, so, letzte Woche warst du dort, hast alles mitgenommen. So. Und das frage ich mich auch so, aber vielleicht habe ich in letzter Zeit ein anderes Wort gefunden. So. Während dieser Corona-Zeit, ich habe mehr Bilder als denn je verkauft. Und dann, ja, was geht ab? Warum das? Und dann, meine subjektive Interpretation ist, der Mensch sehnt sich nach guten, positiven Aussagen, nach Gegenständen, in dem Fall Bilder, die jemandem Freude gibt, Optimismus so, nach vorne gerichtet. So. Jeder Mensch in dieser Phase hat so viel Müll in seinem Kopf. Der wird bestimmt nicht meine eigene Müll, so, wenn ich in Bilder so darstelle. So. Aber die kaufen meine Bilder, weil sie haben eine positive Aufgabe. Und wie der Herr gesagt hat, am Ende auch eine Rendite. In dem Fall ist auch meine. So. Ich strebe in diese Richtung. So. Und ich kann ein Beispiel sagen, so ein Banker kam durch eine Galerie, rief mich an, hey Antonio, ich habe einen Sammler von dir, einen Banker, die in den letzten 13 Jahren hat 15 Bilder von dir, er will dich jetzt unbedingt kennenlernen. Hast du Lust, ihn in deinem Atelier zu empfangen? Ich sage, ja, okay, komm. So, der kam, ich sage nicht die Bank, der Name Bank, so, und er sagt, ja, ich habe ständige Streit mit meiner Frau, weil sie sagt, ich muss mein Portfolio immer diversifizieren, aber in die Kunst, du kaufst nur Antonio Marra. Total Widerspruch. Und sagt, ich habe meine Wände voll, aber ich will von dir nur Aktbilder. Ich werde in mein Schließfach oder unter meinem Bett, weil ich habe keinen, aber auf dich setze ich. Und er hat diese beiden Elemente. Einmal die Freude zu erleben täglich und das zusätzlich Rendite tut nicht weh. Antonio, bei dir läuft es super. Ja, das ist toll, das freut mich. Jetzt wirst du natürlich viele Freunde, Kollegen, Bekannte auch kennen, die auch Künstler sind, aber eben vielleicht nicht im Atelier stehen und malen, sondern eher darstellende Künstler sind. Ja. Die brauchen die Bühne, die brauchen die Veranstaltung. Ja. Und all das gibt es seit 6 Monaten nicht mehr. Viele diskutieren dieses Thema schon auch ähnlich, wie du es gerade ansprichst, vor dem Hintergrund der Frage, brauchen wir das eigentlich wirklich oder ist das reiner Luxus, auch als Gesellschaft, ins Theater zu gehen, in die Oper, in die Kleinkunst, das Kabarett, die Musik, das schöne Beisammensein. Wie nimmst du die Lage zurzeit wahr? Müssen wir das einfach jetzt aushalten und wenn es noch 3 Jahre dauert, ist das so oder geht der Gesellschaft, egal wo, in Offenbach, in Düsseldorf, in Deutschland insgesamt, damit etwas Entscheidendes verloren? Brauchen wir das eigentlich? Wie schaust du auf diese darstellenden Künstler? Ich bin total überzeugt, dass wir gerade jetzt mehr denn je, dieses wunderbare Wort kommt immer ins Spiel, mehr denn je brauchen wir solche Werte. Weil solange die Kunst, in dem Fall die Malerei, existiert, existiert auch die Menschheit. Die Malerei ist die einzige Sparte, die von der Höhlenmalerei, die ganze Menschheit hat immer begleitet, in all seiner Phase, in all seiner Bewegung. Die Malerei stand immer neben dem Mensch, wie heute immer noch. Deswegen ist ein Bestandteil, das ist eine innere Notwendigkeit für die Seele,
weiter neugierig zu sein, weiter Entwicklung, in welche Form so können wir nicht sehen. Aber mit dieser positiven inneren Notwendigkeit können wir alles bemeistern. Kunst ist eine Grundbasis der Menschheit. Hans-Peter, wir haben schon über Sehnsucht diskutiert. Wenn du das jetzt so hörst, als Vertreter der Wirtschaft, der Finanzwelt, kriegst du ja alles mit. Auch die Rettung einer Lufthansa mit der einen oder anderen, mit dem einen oder anderen Euro. Fliegen mit Maske und Abstand von 50 Zentimetern geht in Ordnung. Der Sitz im Theater nicht. Geht das in Ordnung? Ist das okay? Oder braucht es eine Kurskorrektur? Dass das ein schwieriger Diskurs ist, ist uns allen klar. Ich bin kein Politiker zum Glück. Ich muss sagen, die machen einen schwierigen Job im Moment. Die Lage ändert sich auch, was weiß ich, was wöchentlich. Aber es gibt sicherlich das eine oder andere, wo man denkt, muss das so sein oder kann man es nicht anders machen? Nochmal, ich bin sicherlich nicht die Person, das beurteilen zu können. Aber man sollte zumindest das so erklären, dass diese Frage gar nicht aufkommt, sondern dass jeder normale Bürger versteht, wieso das jetzt in der Lufthansa möglich ist und im Theater nicht. Ich glaube, das ist das, was wir als Bevölkerung zugute haben sollten von der Politik, dass sie verständlich macht, wieso sie so entscheidet. Also würdest du dir dazu auch klarere, konkretere Aussagen wünschen oder müssen wir uns das wie bei den Bildern von Antonio in unserem Kopf dann selbst dazu denken? Also gesunder Menschenverstand hilft in jeder Lebenslage, sicherlich auch in der, aber es braucht einfach gewisse Rahmeninformationen, damit man halt dann mit seinem eigenen gesunden Menschenverstand das bewerten und verstehen kann. Pia, ausnahmsweise darf ich dich auch mal was fragen. Du arbeitest in einem großen, erfolgreichen Medienunternehmen. Nichtsdestotrotz, das Forum lebt von der Zusammenkunft von Menschen, echten Menschen in echten Räumen. Das hat euch sicher auch hart getroffen, dass es all das plötzlich nicht mehr geben konnte. Wie hat sich das für dich angefühlt im ersten Augenblick und was habt ihr dann daraus gemacht? Im ersten Moment schlecht, aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Also Optimismus, genau. Mein Weg war im ersten Moment mit den ganzen etablierten Formaten, der war zugeschüttet. Und dann galt es, also einen Klick im Kopf zu tun, wenn ein Weg nicht mehr geht, dann finden sich auch andere Wege. Und dann habe ich einfach nochmal nachgedacht, ja, und dann fand sich ein anderer kleiner Pfad, und wo wir eben den Leuten ein Videoformat angeboten haben, welches jetzt ganz großen Erfolg hat. Und dieses Videoformat heißt Forum Flash und damit ergänzt ihr die Sonderbeilagen in der Tageszeitung um Video, aber auch nicht nur das, sondern ihr geht dann noch viel weiter in die sozialen Medien rein. Erklärst du bitte nochmal, was ist dieses Forum Flash genau? Ja, das Forum Flash, das ist ja das, was wir eigentlich jetzt hier so miteinander spielen gerade. Der Erfolg dieses Forums macht eigentlich diese menschliche Komponente aus. Also vorher haben wir ja hier in einer Runde gesessen, wo wir denn dann einfach nur über unsere beruflichen Erfahrungen uns austauschen. Aber jetzt kommt hier nochmal der menschliche Aspekt da rein. Und ich habe einfach gemerkt, so durch Corona und das ganz schnell für mich erkannt, den Menschen fehlt draußen das Vertrauen und die brauchen wieder so die Zuversicht. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht mit diesem Forum was zu erreichen, was man eben durch so Zoom-Konferenzen auch nicht unbedingt erreichen kann, eben Nahbarkeit. Und indem sich denn jetzt hier ein Hans-Peter Sauter eben auch mal was von seinen privaten Erfahrungen irgendwie erzählt, macht ihn nahbar. Und alles in unserem Leben und auch in dem Geschäft der Finanzwelt, überall, es ist ein Nasengeschäft, mit dem ich gut zurechtkomme, der muss mir sympathisch sein. Und wenn jetzt in diesem Film ich eben was Persönliches erzähle, gebe ich mich einfach näher ein. Und das brauchen die Menschen im Moment. Und ich glaube, das ist der Erfolg dieses Formates. Vielen Dank. Hans-Peter, in eurer Branche gibt es ein Mantra, das habe ich gelernt, immer wieder, auch wenn dann über Robo-Advisor gesprochen und manchmal auch geschwärmt wird, heißt es am Ende, der Berater zählt. Der persönliche Kontakt zum Berater zählt. Wie ist das bei euch im Haus und wie siehst du es auch grundsätzlich? Jetzt auch nochmal vor dem Hintergrund dieses massiven Digitalisierungsschubs der letzten Monate. Hältst du vielleicht auch neuerdings sogar Neukundenanbahnung über digitale Medien, über Video für möglich?
nicht als exklusive Schiene, aber in Ergänzung zu dem, wie es bisher macht? Oder denkst du, nein, das bleibt jetzt eine Ausnahme und da gehen wir gar nicht erst rein? Also möglich ist es auf jeden Fall und es wird sicherlich auch der Fall sein zukünftig. Wir haben heute im Kreis von verschiedensten Kollegen von ganz verschiedenen Instituten darüber gesprochen und ich glaube, das war auch eine unisono so, dass halt diese hybride Arbeitswelt, auch diese hybride Anbahnung des Kundengeschäfts, die hybride Möglichkeiten des Kundengeschäftes, das wird die Zukunft sein, dass man halt mehrere Kanäle hat, mit denen man kommunizieren kann, ob es dann nur digital ist oder ob es dann entsprechend im persönlichen Gespräch ist. Ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen, das ist die Zukunft. Wir haben aber auch alle unisono gesagt, dass wir gemerkt haben in den schwierigen Zeiten, dass das persönliche Gespräch sehr viel stärker nachgefragt wurde und zum Glück von unserer Privatbankenwelt auch bedient werden konnte. Hat sich das Anrufvolumen bei dir persönlich durch Corona erhöht? Ja, erstens mal, aber es war auch mehr ein aktives Anrufen. Also man hat einfach den Hörer in die Hand genommen und zum Teil hat man einfach dann nur gefragt, gerade bei älteren Kunden, wie geht's, wie fühlen sie sich, was macht die Situation mit ihnen, jetzt unabhängig davon, Aktie A oder Anleihe B zu sprechen, sondern einfach nur zu zeigen, ja, wir können jetzt auch nicht helfen, weil wir auch keine Mediziner sind, aber wir sind da, rufen Sie an, wenn irgendetwas ist. Und ich glaube, das ist das, was ein Robot weiß, nicht kann, dieses persönliche Verhältnis aufzubauen zu unseren Kunden. Das ist sicherlich ein Vorteil der Privatbanken. Ja, Siri und Alexa haben wahrscheinlich nicht zum Hörer gegriffen. Insofern vermute ich, dass du recht hast. Soweit sind wir noch nicht. Antonio, ja. In der Finanzwelt habe ich den Satz gehört, never waste a good crisis. Also nutz die Gelegenheit. Du hast selber schon viel über Optimismus gesprochen. Nichtsdestotrotz, als Künstler hast du ja ein ganz besonders sensibles Gespür dafür, was um dich herum passiert. Wahrscheinlich finden auch Veränderungen in deinem Denken und Empfinden statt. Wenn du jetzt mal nach vorne schaust, so wie wir das gerade hier gehört haben, mit Blick auf Medien und Instrumente, auch zur Kundenakquise, gibt es, wenn du nach vorne schaust, für dich persönlich eine künstlerische Herausforderung, über die du jetzt neu nachdenkst, oder läufst du sozusagen mit den bekannten Ideen und Techniken einfach weiter? Zwei Ebenen. So. Mein erstes Anliegen ist dieses Format von Pia Kempe, so diese Flash-Forum-Format, der ist so brillant, der ist so kompakt, so auf den Punkt, so. Das muss ich meinen Beitrag so weiter zu fordern. Der zweite mit diesen Instagram oder sozialen Medien, so, bis zwei Jahre war ich total renitent gegenüber, so, bis so das Glück in meinem Leben, so ein paar junge Leute, so kreative, so Filmemacher und die 30, die haben meine Malerei zufällig entdeckt und sagen, hey, deine Kunst ist so jugendlich, so aktiv, das spricht uns alle an. Du musst in diese sozialen Medien, du musst Instagram sagen. Ja, was ist Instagram? Nein, wir machen für dich alle. Nein, nein, die haben nie ausgegeben Mühe. Die haben mich so gemurbt, sehr latent, bis ich gesagt habe, ja, okay, macht ja was. Ich bin jetzt so überzeugt und ich bin jetzt sogar in Vorreit denen gegenüber, dass ich habe sogar diese App von TikTok auf mein Handy. Die haben das noch nicht. Aber ich habe das, ich beschäftige mich damit. Das heißt, es geht kein Weg vorbei. So, man kann nicht gegen die Entwicklung der Zukunft stemmen. So, das gehört dazu. Und ich bin total überzeugt, auch in die Finanzwelt, so, diese Strategie kann funktionieren, wird funktionieren. Ich bin überzeugt. Ja. Zum Abschluss, nochmal persönlich. Wenn ihr beide euch vorstellt, wir würden jetzt mal die Uhr ein bisschen vorspulen und es ist Silvester 2020 und ihr schaut zurück, es ist noch früher Abend, dann geschieht es hin und wieder, dass man einem Jahr in diesem Rückspiegel einen Titel gibt. Welcher wäre das bei dir, Hans-Peter? Schwierig. Ich kann das jetzt nicht mit, wie soll ich das sagen, mit einem Wort. Ich glaube einfach, doch, man könnte sagen, alles ist möglich. Und das hat dieses Jahr gezeigt. Und das lässt mich extrem positiv in die Zukunft blicken. Und dem Künstler gehört das letzte Wort. Wir sitzen unter seinen Werken.
zu reduzieren in einem Begriff wäre zu viel. So. Ja, bei so dir ist es wahrscheinlich ein Bild, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, ein Begriff. Du wolltest von mir einen Begriff haben, was war das rückwirkend Betrag das Jahr. So. Aber es ist so viel, kann man nicht mit einem Begriff, aber vielleicht mit einem kleinen Satz kann ich das erläutern. Ich bin dankbar, diese Zeit zu erleben, weil durch diese Zeit der Mensch, die Menschheit, oder, wir sind gerüttelt worden, wir sind geschüttelt worden. Hey, wird wach. Vorher waren opulent, so Gesellschaften, immer mehr, aber wohin, ohne Grund, so, man hat mehr verreist als daheim geblieben. Ich bin froh und dankbar, das zu erleben, weil das gibt mir den Input, die Chance, die Möglichkeit und den Will, etwas zu verändern. Erstmal verändere ich mein eigenes Weltbild so und automatisch übertragt sich unser anderes so. Sei mal froh, das erleben zu dürfen. So. Machen wir das Beste drauf. Halleluja. Vielen, vielen Dank. Alles ist möglich. Es geht noch mehr. Halleluja. Jawohl. Damit verabschieden wir uns aus diesem Forum Flash für den Moment, der aber auch immer nur der Startpunkt ist für eine viel ausführlichere und tiefergehende Diskussion, die jetzt Sie führen dürfen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, an den Bildschirmen. Unter diesem Beitrag finden Sie Kommentarspalten. Äußern Sie sich dort, dafür sind Sie da. Das tun in der Regel nur 5% und es liegt in Ihrer Hand, aus diesen 5, 15 oder 50% zu machen. Dann wird es für alle spannender. Dieser Beitrag ist zu finden auf fast allen sozialen Medien. Antonio Marra auch auf TikTok, das RP-Forum Flash sicher auch bald. Bleiben Sie uns gewogen, stellen Sie uns jede Frage, machen Sie uns gerne kreative Vorschläge für weitere Fragen und neue Themen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung mit Ihnen. Bis bald.